Hallo Jonas, ich grüße dich. So, erstmal Tennisspielergruß und ja, gerne unterstütze ich dich bei deinem Weg, einen neuen Job zu finden und für ein Bewerbungsgespräch. Worauf muss man achten? Also zunächst mal ist es ganz wichtig, das, was du auch schon gesagt hast, es spielt keine Rolle, ob du jetzt das Studium da mal ein, zwei Jahre länger gebraucht hast oder nicht, denn das Entscheidende, Jonas, ist, was für eine Persönlichkeit du bist und in was für eine Persönlichkeit du dich hineinentwickelt hast in der Zeit und auch in der Zukunft hineinentwickeln willst. Denn die Unternehmen kommen immer mehr eigentlich auf den Trichter. Im Englischen würde man sagen, hire for attitudes and train for skills. Früher war es eher andersrum, hire for skills and train for attitude. Also früher hat man eher so nach Fähigkeiten und Wissen eingestellt und hat dann versucht, die Persönlichkeit zu trainieren. Heute ist es eben mittlerweile eigentlich schon größtenteils andersrum. Oder es wäre für mich auf alle Fälle auch ein Qualitätskriterium, dass ich einen guten Arbeitgeber erkenne. Also hire for attitudes, also es wird nach Persönlichkeit eingestellt und die Fähigkeiten kann man dann trainieren und erlernen. So, jetzt zu deiner Frage. Was ist das Wichtigste? Also ich möchte dir vorab mal eins sagen, ich habe eine eigene Podcast-Folge dazu auch aufgenommen, wo du noch mehr Content dann dazu bekommen kannst. Die Folge ist die Podcast-Folge 265, habe ich vorhin für dich nachgeschaut. Hör mal in diese Podcast-Folge 265 rein. Die Folge heißt, so findest du nie einen Job. Du wirst natürlich einen Job finden, aber die Folge erklärt, glaube ich, ganz viele Dinge auch nochmal, auf die du achten kannst. Ich möchte aber hier an der Stelle gerne mal ein, zwei Tipps mitgeben, die, glaube ich, essentiell sind. Entscheidend ist, dass du dir weniger die Frage stellst, und das machst du wahrscheinlich sowieso schon richtig, was will ich bekommen? Also das heißt, welchen Job will ich bekommen? Wie viel Geld will ich bekommen? Wie viel Urlaub will ich bekommen? Welche Privilegien will ich bekommen? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber in dem Gespräch mit deinem potenziellen Arbeitgeber interessiert den Arbeitgeber ja nur, was er von dir hat. Das heißt, ein Arbeitgeber hat ja erstmal mit einem Mitarbeiter einen Kostenaufwand. Die Frage, die du also deinem Arbeitgeber, deinem künftigen, beantworten solltest in diesem Vorstellungsgespräch wäre, was er davon hat, wenn er dich einstellt. Das heißt, dass du dich im Vorfeld einfach ganz intensiv wirklich mit dem Unternehmen beschäftigst, so gut wie es geht. Vielleicht kommst du an ein paar Bilanzzahlen ran, vielleicht kommst du an sonstige Informationen vom Unternehmen dran, entweder dass du was googelst oder sonstige Informationen bekommst. Beschäftig dich wirklich mit dem Arbeitgeber, um den Menschen, mit dem du das Vorstellungsgespräch hast, zu überraschen, dass der versteht oder ja, so das Gefühl kriegt, Mensch, derjenige hat sich wirklich, ja, also der Jonas hat sich da mit unserem Unternehmen beschäftigt, der versteht unsere momentanen Herausforderungen, der weiß genau, was wir brauchen und er sollte zu der Erkenntnis kommen, dass er es sich nicht leisten kann, dich nicht einzustellen.